Und damit einmal wieder herzlich willkommen zurück zu Felix Potion Tycoon. Wie auch immer, hier werden unsere Wundermittel produziert. Und ich habe so das Gefühl, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Einzige Weg, der ein bisschen doof ist, ist, dass wir, glaube ich, manche Zutaten ein bisschen mehr benutzen als so andere Zutaten. Unter anderem Wacholder, Monster C und Asporeus. Das sind so Zutaten, die sehe ich halt relativ häufig, dass wir die nicht an Lager haben. Und um ehrlich zu sein, wir haben langsam und allmählich auch mal das Bedürfnis, eventuell unten ein bisschen auszubauen. Hauptsächlich, weil ich sehe, wir haben relativ viel Geld. Und deswegen möchte ich hier einmal einfach noch mal, was war jetzt Asporeus? Weiß ich nicht. Komm, wir machen einfach mal 1, 2, 3 davon und 3 Gewächshäuser. Ob ich die alle brauche oder nicht, werden wir sehen. Wir bauen die aber mal. Und dann können wir nämlich die Zutaten, die wir relativ häufig gebrauchen, und das sind ja Monster C und Asporeus auf jeden Fall. Katzenminze ist nicht mehr so oft, dass wir das sehen. Wacholder auch noch, genau. Gucken, ob wir die anbauen können. Wir brauchen dafür natürlich auch die Zutaten. Okay, Mortis Ohr können wir auf jeden Fall schon mal mit anbauen, das ist egal. Aber die anderen, einfach nur, dass wir die Möglichkeit haben, und da reden wir schon direkt von, das ist ja krass. Das ging schnell. Ich würde sagen, wir holen uns Wacholder definitiv nochmal dazu. Das ist eine neue neue, weiß auch immer. Wurmholz, weiß ich gar nicht. Ist das eigentlich immer 0,8? Ja. Genau. Komm, weil es einfach neu ist. Oder? Ist das eine kluge Idee? Nein, weiß ich nicht. Lassen wir erstmal. Wir machen mal so Wacholder noch dazu. Dann können wir nämlich hier Wacholder noch anbauen. Dann läuft das einfach doppelt, weißt du? Ansonsten möchte ich einmal gucken. Also wir haben in der letzten Folge unser Stock um einiges aufgebessert, dass das alles wunderschön aussieht. Hier, die beiden sind leider noch nicht bereit, befördert zu werden. Unsere Betreiber, ich würde den hier tatsächlich mal verbessern. Der hat Einwecken und Mörser, und er kann noch gar nichts, außer fermentieren. Genau, fermentieren ist doch gut. Das heißt, machen wir den auf Kessel. Wunderbar. Und möchte ich das auch verbessern? Also wir könnten den machen, der kann trocken. Warte mal, Mörsern wäre das hier, ne? Mörsern kann er nicht so gut. Oder doch, haben wir gerade gemacht, ne? Ne, Kessel. Mörser und Einwecken war das, was der andere besser konnte, ne? Mörser und Einwecken, wunderbar. Und er hier kann Kessel besser und fermentieren. Das heißt, das Fermentieren macht er nicht und den Kessel macht er nicht. So. Ist so ein bisschen Mikromanage-y, ich weiß, das ist aber okay. Wir können leider noch keinen Verwalter bestellen. Alles gut. Guck dir das mal an. Die zweite Kasse war auf jeden Fall wichtig. ich bin schon mal am Überlegen, ob wir vielleicht eine dritte Kasse demnächst machen müssen, aber das dauert noch einen Moment. Aber so haben wir da unten auf jeden Fall ein bisschen besser. Du möchtest Trank der Geisterbeschwörung, Trank der Monsterbeschwörung haben. Ich sag mal annehmen, weil ich glaube, das haben wir schon da. Wunderbar. Nehmen wir tolle Freunde hier. Viel Spaß. Ja. Erfolgreiche Lieferung. Dr. Philby. Heute Nacht weilen keine Monster unter meinem Bett. Wunderbar. 2 zufällige Zutatensamen. Ja. Pluteus und Lupinensaat. Was ist denn Lupinensaat? Lupine? Ah, das könnte... Das ist nicht schlecht. Das bauen wir auch mal direkt mit an. Ja, das ist okay. Das möchte ich gerne auf 2 übernehmen. Dankeschön. Und dich bitte auch. So. Ich hätte direkt auf alle Zutaten klicken können. Aber was willst du machen? Okay. Ich weiß nicht genau, ob das eine gute Sache ist, was wir hier machen, aber das ist zumindest eine Sache. Was ich noch machen möchte, ist, du warst für Kräuter. Genau, das heißt, du machst die hier nicht. Ja, so. Du bist auch spezialisiert, aber auf die Pilze. Wunderbar. Haben wir dich schon spezialisiert? Nein, haben wir noch nicht und den anderen auch noch nicht. Die können wir beide befördern. Naja, lassen wir erst einmal. Ich weiß, wir haben verdient im Moment gut Geld.
Treppe in Eile nur 2 Sterne. Ist ein bisschen, naja. Ich hätte gedacht, weil der so gut ist, dass er besser wird, aber was willst du machen? Genau, Branding-Aktion können wir bald machen. Und das Problem ist, unsere Ruhmwertung ist überall ungefähr gleich. Das heißt, was möchte ich am liebsten haben? Also, ich denke, ich gehe da einfach nach persönlicher Präferenz. Alias, wir machen eine Pharmazie hier auf. So ist das Leben. Kannst nichts gegen machen. Also, sobald wir die 50 Magnatpunkte haben... Oh, guck mal. Wacholder, Grauurne, Katzenminze, okay. Ich glaube, ich möchte noch einen Betreiber haben. Auch wenn das hier einigermaßen geht, aber... Kann ich einen... Na, kann ich natürlich nicht... Was haben wir eigentlich so an arbeitslosen Kräften gerade? Unterstützer und einen Alchemisten. Naja. Okay. Wir haben heute 2 Gärtner und einen Unterstützer. Naja. Einen Gärtner haben wir, glaube ich, genug. Ich denke, dass das ganz gut ist, was wir hier gerade an Zutaten produzieren können. Einzige ist halt einfach, es dauert. Es dauert einfach Zeit und da müssen wir mit leben. Das nächste wäre nochmal ganz kurz. Wachstumslampe. Wir bauen hier auch 2 Stück rein. Einfach nur, damit wir das haben. Ich denke, vom Geld her ist es völlig okay. Wir arbeiten da ganz gut. Finde ich aber auch schön, dass man irgendwann an so einen Punkt kommt, wo das einfach gut ist. Ah ja, du wolltest deine 5 Stärketränke haben. Das kriegst du nicht. So, 3 Kisten Hexerei. Wir haben, ich glaube, 2 an Lager. Ne? Warte mal. Ich nehme mal an. Ja, haben wir sofort da. Komm, wir machen auf jeden Fall immer mal ein bisschen Aufträge. Ja, vielen Dank. Erfolgreiche Lieferung. Dr. Philby ist nun Sponsor. Alles klar. Ich bin froh, dir berichten zu können, dass wir den geheimen Krieg gewonnen haben. Die Bedrohung von den magischen Ebenen wurde eliminiert und die Phantome sind verdampft. Wie immer ist diese Information natürlich streng vertraulich. Mehr Ruhm nicht, ich möchte gerne 2 Zufallssamen haben. Salbei und Wurmholz, naja, schade. das sind 2 Sachen, die ich nicht unbedingt brauche. Ich meine, Salbei kriegen wir regelmäßig, das ist ein Auftrag, von wegen machen wir mal 5 Salbei-Kisten. Aber so ist das. Was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass wir tatsächlich hier ordentlich Lager haben. Warum auch immer 2-mal Treppe in Eilen und 2-mal Vorlesungsgefühle. Eigentlich habe ich gesagt, ich möchte gerne alles einmal haben. Hat er das zurückgesetzt? Oh ja, genau. Ich habe gesagt, ich möchte alles 2-mal haben. Hier. Ich weiß genau, was ich mache. Okay, wir müssten Magnat werden. Wenn du bis zur Spitze der Rangliste aufsteigst, zeigst du damit den Bodeninspekteur, dass Felix Wundertränke von einem echten Magnat geführt wird. Erforderung: erreiche die Spitze der Rangliste, bleibe 48 Stunden lang an dieser Spitze. Und Belohnung: du bist im Rennen bis zum nächsten königlichen Tranklieferanten aufzusteigen. Das ist sehr schön. Aber das dauert einen Moment. Wir machen erstmal eine Branding-Aktion. Und zwar möchte ich eigentlich... Guck mal, wir haben das hier alles schön an Lager, so viel. Und mir sagt das, dass wir das relativ einfach produzieren können im Vergleich zum anderen. Das heißt, wir könnten theoretisch zur Abenteurergalerie aufsteigen. Erfolgschance... Warte mal, wodurch sich die Attraktivität aller dieser Tränke erhöht. Wir sind im Moment da sehr gut. Warte mal, ich gehe noch mal kurz auf... Ziele ist das falsche. Fraktion. Oh. Ah, okay, ich verstehe. Jetzt verstehe ich, was ich hier mache. Alles gut. ich bin ja gerade eben erst da. Rangliste. Wir sind überall Platz 2. Das ist okay. Ich würde tatsächlich sagen, wir machen das hier. Oder? Also, dass wir Abenteurergilde machen. Auch wenn ich immer wieder gesagt habe, Pharmazie. Aber Abenteurergilde spezialisieren wir uns mal drauf. Einfach nur mal, um zu gucken, was das macht. So. Alles klar. Produktstufe 7 oder höher, das wird demnächst irgendwann passieren. Was haben wir hier noch an Zutaten? Wurmholz, Salbei, Alraune. Das sind alles Sachen, die wir schon haben. Mortis Orbit hier gemacht. Und hier hätten wir Pluteus noch übrig. Ja, lassen wir erstmal. Pluteus liegt hier einfach rum.
Wie sieht's aus mit meinen Gärtnern? Oh, den darf ich befördern. Wunderbar. Du bist im Moment Pilze. Kriege ich dich, dass du auch Pilze zusätzliches Fass Kräuter. Das ist aber doof. Ist das Zufall? Warte mal, wenn ich jetzt Abbruch mache. Und nochmal. Nur mal um zu gucken. Ah, schade. Erhöht die Chance, dass diese Arbeitskraft ein zusätzliches Fass mit Kräutern erntet um 50%. Komm, dann machen wir den auf schnell ernten. Das ist okay. Ah, ein bisschen schade. Aber was willst du machen? So, du bist also... komm, du darfst alles machen. Erstmal alles, solange wir... Also diese Einschränkung möchte ich tatsächlich erst machen, sobald er diese 50% hat. Warte mal. Ah ja, doch, machst du bei, bei Pilzen, okay. Ja, das ist ein bisschen doof. Ah ne, Kräuter und Pilze. Ah, ich bin dumm. Ich bin sehr dumm. Entschuldigung. So, lass mich doch mal lesen. So, du bist gut. Und dann machen wir dich. Und dich möchte ich gerne... Stimmung verbessert. Chance, ein zusätzliches Fass mit Pilzen. Warte mal. Ja, wunderbar. Guck mal. Wenn das mal nicht gut gelaufen ist. So, du bist... Ah, spring noch nicht so nach oben, okay. Dich haben wir eingestellt. Du musst jetzt Pilze machen. Warte mal. Bin ich jetzt blöd? So, du bist Pilze. Du hast nur Pilze. Okay. Du bist Kräuter. Du machst nur Kräuter. Wunderbar. Du bist Pilze. Du machst nur Pilze. Wunderbar. Und du bist auch Pilze. Hm, wir haben drei Pilze als einen Kräuter. Oh, trendiges Business. Wunderbar. Da haben wir Sachen bekommen, das ist sehr schön. Aber wir haben im Moment drei Leute, die Kräuter machen und einen, der... drei Leute, die Pilze machen und einen, der Kräuter macht. Heißt also, wir müssen uns eigentlich von einem trennen. Eigentlich, theoretisch. Praktisch, sage ich mal, ja, komm, ist okay. So, meine Betreiber... Oh, noch ein Fieber, alles gut. Meine Betreiber, habe ich jemanden Arbeitslosen? Leider nein. Meister, 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 Veteran, Veteran, das ist alles gut. Wir könnten dich mal befördern, damit du bessere Bürokraft wirst. Schneller ausruhen, das ist okay. Haben wir noch irgendjemanden, der schlecht ist? Veteran, Veteran, ja, ja, ja. Oh, wir haben keinen unterstützenden Primärskill, ne, ja. Aber ich denke, da kommen wir ganz gut mit zurecht. Guck dir das mal an da. Junge, Junge, wir haben einfach die falschen Sachen. Monsterzieher und Wacholder fehlen uns. So. Dr. Philby. Deine Dienste für die Krone verdienen meinen Respekt. In Form eines stillen Nickens. Außerdem möchte ich dich jemandem vorstellen. Enge Gefolgschaft von Fraktion Wachen erhalten. Sehr, sehr schön. Abenteurergalerie. Erfolgreich. Attraktivität für Lebensmittel um 17% erhöht. Sehr, sehr schön. Und Silvian Ascher. Ich höre, dein Mitgliederladen hat nun eine Heilungabteilung. Jeder weiß, Haus Ascher stellt die besten Heiltränke her. Das Heilungtränke haben wir schon länger. Das ist okay. Ich möchte mal gucken auf der Rangliste. Das hat uns tatsächlich nicht viel weitergebracht. Guck mal, 70% Attraktivität. Warum ist der jetzt plötzlich so viel besser geworden? Finde ich nicht gut. Ist das Rubberbanding? Macht er, wenn wir was besser machen, macht er das auch plötzlich besser? Hm. Ich mag das nicht, wenn Spiele das machen. Ich möchte völlig bescheuert werden. Richtig gut. Naja. So, Gildenkompagnons. Gewinne Gildenmeister als Sponsor. Natürlich. Und ein Produkt 7 oder höher. Natürlich. Da könnten wir eigentlich mal uns anschauen, ob wir da vielleicht mal wieder in die Forschung gehen. Wir haben die Forschung ein bisschen unterschlagen in den letzten 2-3 Folgen. Hauptsächlich, weil ich so... Wir haben im Moment nicht so das nach dem Motto... Wir lernen das und dann wird es besser. Was ich aber gerne machen möchte, ist, klar, den Katalysator, das ist ganz cool. Großer Mörser und großer Kessel.
Das sind halt so Sachen, die möchte ich ganz gerne machen. Ein schnellerer Kessel, ein schnellerer Mörser. Das heißt, wir gehen in die Belüftung. Einfach nur mal ein bisschen forschen. Ja, haben wir letzte Zeit ein bisschen wenig gemacht. Weil wir uns hier unten drum gekümmert haben. Was ich ehrlich gesagt auch nicht schlecht finde. Wir sind da ganz gut. Wir haben einen guten Flow. Wir haben interessanterweise doch zwei Leute, die hier... Ach ja, mein Alchemist ist auch noch unten dran beschäftigt. Hm, naja, soll er machen. Ein Stärketrank, Trank der Vitalität und Trank der Monsterbeschwörung. 3 Tage. Ich nehme das mal an und dann gucke ich mal nach. Wir haben Trank der Unstete und die lange Fahrt. Warte mal, das war... Wir brauchen Trank der... Also Stärke, Vitalität und Monsterbeschwörung. Okay. Das heißt... Monsterbeschwörung wäre... Monsterabwehr, das brauchen wir nicht. Den hier, Monsterbeschwörung. Einmal die Chipstütenöffnung. Die haben wir nicht an Lager, oder? Nee. Das bitte als nächstes. Und wir haben Trank der Unstete und die lange Fahrt an Lager. Das sind Schlaftrank und Geschwindigkeit. Das ist natürlich doof. Das heißt, ich möchte gerne als nächstes das schlagende Argument. Sprachtrank brauchst du, ne? Stärketrank, ich bin so doof. Stärke und Vitalität. Das heißt, wir brauchen den Stärketrank. Und einen Morgenkaffee können wir auch machen, aber das ist okay. Dafür gehe ich einmal kurz in meine Liste, die ich nicht haben will. Geh weg. Produkte. Den hier einmal bevorraten und den Stärketrank auch. Und dann einmal die Monster... Beschwörung. Ich guck nochmal. Monsterbeschwörung. Alles klar. Heißt also, die 3 würden wir jetzt herstellen. Demnächst. Mal gucken. Sobald wir halt die Zutaten haben. Das sollten wir aber schaffen. Und deswegen Forschung, Belüftung, sehr, sehr schön. Chipstütenöffnung wird an Lager gemacht. Wir haben... Achso, du möchtest 3 Kisten. Okay. Einen haben wir da unten. Ich finde das sehr, sehr schön. Haben wir 2 mal? Ja. Ich überlege gerade, ob das Sinn macht, den hier auch da hoch zu machen. Ob das stapelt. Komm, wir machen das mal. Weil es gibt einfach keine bessere Sache, als wenn das hier doppelt drauf. So, du bist sehr, sehr zufrieden. Entschuldigung. Oh, Ruhm verloren, natürlich, klar. Wir sind ja jetzt in dem Moment, wo wir Ruhm verlieren, wenn wir Sachen machen. Nekromantietrank möchtest du haben, okay. Sollen wir demnächst machen. Entschuldigung. So, was wird da gemacht? Morgenkaffee? Habe ich nicht gesagt, Morgenkaffee an Lager legen? Doch, haben wir. Also, du stehst direkt davor, alles klar. Und das nächste bitte nicht das schlagende Argument. Oh, doch. Ah ne, du möchtest gerne noch den Ritters Freude. Dann geh weg. So, das bitte als nächstes. Nee, komm. Da müssten wir eigentlich auch alles mehr oder weniger von da haben. So, wenn denn mal ein Architekt da ankommt. Architekt des Brauens. Entschuldigung. So, dann machen wir das mal fertig und schicken das dann in Richtung Leute. Zack. Das heißt, einmal dich, einmal dich, einmal dich und guten Tag. Erfolgreiche Lieferung. 10 Ruhm erhalten. Okay. Ich hätte gehofft, dass da ein bisschen mehr dabei rumkommt, aber das ist okay. Aber jetzt siehst du diesen Vorteil von dieser... Von diesem Aufbrauen, wie auch immer. Ich meine, der da unten, der braut immer noch so vor sich hin. Ich weiß nicht, ob der das gut macht oder schlecht. Wir werden sehen. So, der Gildenmeister, der VIP-Schurken, möchte gerne 3 Kisten vom Geschwindigkeitstrank Zielstufe 5 in 4 Tagen. Die Besatzung der Gilden, des Gildenluftschiffs wurde zu einem Duell in den Wolken herausgefordert.
Wir brauchen einen verlässlichen Sponsor, der uns mit dem Schlüssel zum Erfolg versorgt. Einem passenden, potenten Öl mit möglichst vielen Katalysatoren. Damit kommt Dampf in die Triebwerke. Es versteht sich von selbst, dass der Gewinner als Held gefeiert wird. Komm, wir machen das mal. 3 Kisten Geschwindigkeitstrank. Kann ich das, Stufe 5 möchtest du haben. Okay, wir gehen mal in die Alchemie, weil ich habe so das Gefühl, dass das der falsche Weg ist, wie ich das mache. Geschwindigkeitstrank. Das ist Trank der Unstete. Der ist wirklich nicht gut. Der muss Stufe 5 werden. Und ich denke, wir kriegen das hin. Entschuldigung. So, wir sind schmackhaft. Das ist okay. Das heißt, ich möchte eigentlich nur einen Katalysator oder einen Stimulanz mit reinbringen. Was ich ganz cool fände. Wir müssen auch gucken, Gegenmittel Maximum. Haben wir da irgendwas Schönes? Wir können das ein bisschen weniger geschmackhaft machen. Das heißt, es wird dann bitter werden. Bitter ist okay. Ich schau mal kurz, was der Monster-C daraus macht. 4,3. Alles klar. Das ist doch mal eine ganz gute Sache. Was können wir noch machen? Eigentlich nichts, ne? Weil wir keine Zutaten mehr haben. 4,3 ist nicht die Stufe, die wir haben wollen. Aber ich denke, wenn wir das so machen, sind wir bei 4,7. 4,9. Ach, hör doch auf. Echt? 4,9. Wir möchten Produktstufe 5 haben. Denk doch nach, Spiel. Aber wenn ich den hier wegnehme, sind wir bei 4,3. Immer noch. Okay. Haben wir ein leckeres Antitoxin, was wir da reinschmeißen können? Habe ich gerade den Wacholder rausgenommen? Kann das sein? 0. Okay. Auch 4,3. Ach so, wir sind dann beim fauligen Geschmack. Das ist aber doof. Warte mal. Wurmholz wollen wir nicht nehmen, weil das macht das weniger gut. Oh, ich könnte. Warte mal. Wenn wir das so machen. 5,3. Zack. Schmeckt grauenhaft, ist aber okay. Umkämpft. Okay, 44%. Aber da sind wir bei 5,5. Das gefällt mir sehr gut. Ich denke, das machen wir. Trank der Unstete. Wie sieht der aus für uns? Machen wir so. Oder? Was meinst du? Ja, dadurch wird er natürlich auch wieder teurer. Das ist völlig okay. Natürlich machen wir das. Kocher und Alchemielabor wurden zurückgesetzt. Alles klar. Kocher 1. So, Trank der Unstete. Du willst gerne wie viel davon haben? 3 Kisten. Wir haben eine Kiste da. Das heißt einmal... Trank der Unstete bitte einmal bevorraten. Und ich möchte gerne davon 5 Stück. Waren das 5? 3 Kisten. Das ist okay. Die 5 war so tief in meinem Kopf. Alles gut. So. Eine Geisterfalle wurde uns geschenkt. Sehr schön. Und Morgenkaffee ist nicht mehr über mich. Ja, ja, ist aber. So, uraltes Manuskript. Ah. Okay. Ich habe lange nicht mehr hier reingeschaut. Entschuldigung. So, eine Geisterfalle. Wo können wir die hinstellen, dass die Leute sich darüber freuen? Ist für Kunden. Wir stellen die einfach mal hier am Anfang hin. Zack. So. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das hinkriegen. Das sind eine ganze Menge Zutaten, die wir brauchen. Aber wir müssen langsam und allmählich mal gucken, dass wir uns daraufhin ein bisschen mehr in diese Richtung bewegen. Geldtechnisch sieht eigentlich ganz gut aus, auch wenn da gerade ein dickes, fettes Minus ist. Aber ich denke, da werden wir ein Plus rausmachen am Ende dieser Folge. Dieses Tages. Und bis dahin würde ich sagen, wir schauen mal. Ja, Wurmholz eingeweckt, okay. Machen wir gerade Wurmholz eigentlich? Also Wurmholz wäre hier, ne? Lupine. Baue ich Wurmholz eigentlich an schon? Salbei? Ne, baue ich noch nicht mal an. Oh, das ist dann unpraktisch. Wacholder, Wurmholz, okay. Naja, wir bauen es jetzt an. Das ist auch noch früh genug. Hoffentlich. Oh, wow.
Magnat läuft gerade runter. Wir sind an der Spitze der Rangliste. Das finde ich nicht schlecht. Das nehme ich. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn das Wurmholz gewachsen ist. Wenn die Leute sich darum kümmern, dass wir endlich Zeug bekommen. Wir haben super viel Zeug an Lager. Sieht alles ganz gut aus. Schlummerkristalle, was macht das? Arbeitskräfte stellen 33% schneller wieder her, die Ausdauer, wenn sie sich im selben Raum ausruhen. Na, danke. Vielen Dank. Okay, wir werden mal in der nächsten Folge sehen, ob wir wirklich Magnat bleiben oder nicht. Und bis dahin, wie immer, ein liebes Dankeschön dafür, dass du hierbei bist und ja, diesem Chaos tatsächlich deine Aufmerksamkeit widmest. Bis dahin, vielen lieben Dank fürs Dasein, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim zweiköpfigen Stier in der nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut und ciao.